Es geht um digitale Demokratie, das heißt die Frage, wie wir mit digitalen Mitteln die Demokratie upgraden können. Da geht es vor allen Dingen um Empowerment, das heißt Daten für alle nutzbar zu machen, so dass wir sie verantwortungsvoll verwenden, um unsere Zukunft zu verbessern, Stichwort Klimawandel, Stichwort Nachhaltigkeit und viele andere Themen, die uns auf den Nägeln brennen. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten, wenn die Digitalisierung tatsächlich uns die Möglichkeiten an die Hand gibt. Vor allen Dingen sollten wir kollektive Intelligenz unterstützen. Die Probleme der heutigen Zeit sind sehr komplex. Das heißt, es braucht verschiedene Perspektiven auf diese Probleme. Das erfordert einen Diskurs. Die Argumente müssen eingesammelt werden und dann letzten Endes sortiert werden. Dabei kann auch künstliche Intelligenz helfen. Und schließlich braucht es einen runden Tisch, wo die verschiedenen Perspektiven integriert werden und innovative Lösungen gefunden werden, die für viele Menschen, Organisationen, Unternehmen funktionieren. Das, glaube ich, wird die Zukunft sein. Wir alle können einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.